Hallihallo und willkommen zurück bei Let's Play Final Fantasy 7. Letztes Mal haben wir den Schlüsselstein gesucht, haben wir den Gold Sorcerer gefunden, aber der Besitzer, Dio, gibt ihn uns nicht so einfach, sondern er will unterhalten werden. Und die Unterhaltung, die er gerne hätte, sind eine Reihe von Kämpfen in der Kampfarena. Ich hoffe, ich habe Cloud jetzt ausgerüstet. Ich weiß es nämlich nicht auswendig. Oh, ich glaube, wir sind fertig. Ja. Also Cloud ist fertig ausgerüstet mit nur einer Heilsubstanz. Feines Können, Gegenangriff, Fernwirkung und Odin. Gegenangriff und Fernwirkung aus offensichtlichen Gründen. Fernwirkung, damit wir hinten stehen können. Und Gegenangriff, damit wir mehr Angriffe rausbringen. So, nach jeder Runde, also 8 Runden gibt es insgesamt, nach jeder Runde startet so eine Slotmaschine. Nein, schon wieder. Und die hat jedes Mal verschiedene Effekte. In dem Fall ist es nur ein Effekt zum Auswählen, und zwar, dass meine grüne Substanz kaputt wird. Das ist nicht so gut, da ich mich jetzt nicht mit meiner Heilsubstanz heilen kann. Deswegen gleich mal große Wache. Während wir einen Gegenangriff starten. Kann nur darauf hoffen, dass... Ja, Gegenangriff ist ganz okay. Also, es hilft doch etwas, die Kämpfe abzukürzen. Ich hoffe, ich kann meine große Wache überhaupt durchbringen noch. Ja, offenbar nicht. Das heißt, auf in die dritte Runde. Ja, jetzt ist mein... Das ist das Zeichen dafür, dass mein Zubehör kaputt ist. Das heißt, ich bin jetzt nicht mehr gegen Gift geschützt. Mit dem Gegner macht das allerdings nichts. Wir müssen allerdings unbedingt unsere große Wache irgendwie zum Laufen bekommen. Weil es die vor physischen und magischen Angriffen doch sehr schützt. Gott sei Dank war das jetzt ein kritischer Treffer. Ah, und gleich zwei Angriffe. Das sollte sich jetzt das hier... Dem nächsten Angriff nicht ausgehen, werden wir nochmal große Wache zaubern. Na, das geht sich genau aus. So, weiter geht's. Was ist das? Objektbefehl ist... Oh nein, jetzt kann ich mich überhaupt nicht mehr heilen. Das ist überhaupt nicht gut. Was machen wir da? Ah, wir machen Weißer Wind. Damit heilen wir uns zumindest für die aktuellen Lebenspunkte, die wir jetzt haben. Das heißt, wir kriegen jetzt, glaube ich, 900. Das ist ganz okay so. Da die zwei ziemlich nervig sind bezüglich physischer Angriffe, also die pucken sich dann immer in ihren Panzer ein und das ist ziemlich blöd, wenn man dann nicht wirklich viel Schaden macht, hauen wir den gleich später drauf. Einer ist schon weg und der zweite wird hoffentlich nach dem Angriff fallen. Dann haben wir auch diese Runde überstanden. Ich sollte jetzt mit meinem Mana aushalten, weil ich jetzt keine Ether mehr nehmen kann. Ah, jetzt werde ich vergiftet auch noch. Ah, das ist überhaupt gar nicht gut hier. Jetzt können wir die... Dann nochmal Beta. Vor allem deswegen, weil die Todesstrafe zaubern und die Todesstrafe mir dann nur mehr 60 Sekunden Zeit lässt, das Spiel, also die anderen Schlachten zu gewinnen, was sich in der Regel nicht ausgehen wird. Das heißt, wir nehmen noch Beta in Kauf. Heilen uns in der nächsten Runde dann gleich mit Weißer Wind. Sollten wir nochmal drankommen. Okay, wir sind jetzt verkleinert. Ah, die kennen wir auch von wo. Verkleinerung bewirkt übrigens, dass man deutlich weniger Schaden macht als normal. Was natürlich auch nicht wirklich toll ist. Das könnte sich gar nicht so schlecht erweisen. Leider entzaubert er mir meinen Kleinstatus und mein Gift nicht. Das ist natürlich nicht so toll. So, einmal große Wache noch, während wir da Gegenangriffe leisten. Und hoffen, dass sie nicht allzu starke Angriffe verwenden jetzt. Oh, es dürfte sich ausgegangen sein, dass der Endzauber dieses Gegners meinen Gift und meinen Kleinstatus irgendwie aufgehoben hat.
Das wäre sehr optimal. So, einmal noch angreifen bitte. Danke. Ich hoffe, mein Limit ist jetzt nicht. Mein Limit ist schon fertig. Wir heilen uns nochmal. Verwenden dann. Ich weiß nicht genau, wir werden, glaube ich, auf Klingenstrahl zurückgreifen. Ja, ein Zaubern bringt jetzt nicht wirklich viel. Meine große Wache ist sowieso nicht mehr aktiv. Ich muss mir die Mana sowieso für Heilen aufheben. Oh, 4000 Schaden ist ganz okay. 600 ist dafür nicht so viel. So, ein Angriff noch und das soll es mit dem auch gewesen sein. Scheiße, machen die Schaden. Es wären noch zwei gewesen, aber dank Gegenangriff ist es noch ausgegangen. So, oh! Und hier gibt es einen Trick, wenn man immer wieder Viereck drückt, bleibt das Rad kurz stehen und man sieht, was man auswählen könnte. Wir werden jetzt schauen, ob wir... Ja, wir haben die Heilung erwischt, das heißt, wir werden jetzt quasi kostenlos geheilt. Das ist auch sehr gut so. Dadurch können wir noch... große Wache haben wir keine Mana mehr. Müssen wir darauf vertrauen, dass mit Gegenangriff wir jetzt genug Schaden anrichten können. Weil wir natürlich immer noch keine Objekte verwenden können. Die Gegner sind ganz angenehm, die machen nicht wirklich viel Schaden. Die greifen oft an. Das heißt, ich kann oft Gegenangriff ersetzen. Allerdings sind sie auch ganz schön zäh. Ja, das haben sie gut bewiesen jetzt. Jetzt ist einer weg von 5. Okay, ich sollte mich dann wieder heilen. Dadurch, dass sie wirklich so oft angreifen. Ich hoffe, ich überlebe die nächste Runde überhaupt. Wir werden schon sehen. Es wird auf jeden Fall sehr knapp werden. Oh nein! Okay, wir werden jetzt sterben. Also das werden wir nicht mehr aushalten jetzt. Wir haben nur mehr zwei Angriffe und... Ja, jetzt sterben wir. Das heißt, wir bekommen keinen Preis von Dio. Ich muss nachschauen, ich erwähne vielleicht in der nächsten Folge, welchen Preis es vergeben hätte. Den Schlüsselstein bekommen wir so oder so, das heißt, das ist egal. So, und nachdem wir sowieso keine GP-Punkte haben, können wir keine Schlachten hier kämpfen. Und wir werden uns jetzt auf die Suche nach dem Tempel machen. Dazu gehen wir gleich einmal hier rein. Wieder zurück zur Station und dann mit dem Seilbahn wieder runter. Und ich glaube, mit dem Tiny Bronco werden wir kurz auf die Meere cruisen und dann eh finden, wo der Tempel ist. Ja, was? Das heißt nicht funktionstüchtig, ich will hier raus. Ich bin ein Abenteuer, lasst mich hier raus. Okay. Ja, toll. Wie auch immer. Sowas passt. Okay, das dürfte offenbar öfter vorkommen. Bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als im Hotel zu übernachten. Das ist übrigens die einzige Möglichkeit, im Gold Saucer Hotel zu übernachten, ohne GP zu verbrauchen. Wenn man hier normal 10 GP zahlt pro Übernachtung. Und nicht Gold wie in, also nicht Gil wie in den anderen Gasthäusern. Dadurch, dass jetzt Kate, Sid, Vincent und Sid zugeschlossen sind und die nicht wirklich wissen, worum es geht, wollen sie uns darin, also wollen sie uns dazu zwingen, nochmal zu erzählen, was jetzt eigentlich Sache ist, also die ganze Leier von Sephiroth und Konsorten. Wir wissen allerdings schon, was es ist, also wir sind müde und wollen eigentlich nur schlafen gehen. Er erklärt es trotzdem kurz und ich werde das jetzt kurz wegdrücken. Wir wissen ja, dass wir Sephiroth hinterherlaufen und jada jada jada. Verheißenes Land,
verheißenes Land, Cetera und wie sie alle nicht heißen. So, hopp, hopp, hopp. Und ich will jetzt nämlich endlich mal schlafen gehen hier. Ich hoffe, das geht sich noch aus in der Folge. Noch dazu wird erwähnt, dass Sephiroth der schwarze Substanz hinterherjagt, von der wir jetzt glauben, dass sie in der, im Tempel des alten Volkes zu finden ist. Ich frage mich eigentlich, warum wir jetzt zum Tempel des alten Volkes gehen mit dem Schlüsselstein. Wollen wir jetzt für Sephiroth den Tempel aufschließen und dann warten, dass er uns die schwarze Substanz vor der Nase wegschnappt? Oder wie haben sie sich das vorgestellt? So, jetzt geht's rauf und was nachher passiert, sehen wir nächstes Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy 7. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß.